Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Im letzten Video hatten wir darüber gesprochen, wie ich eine Besprechung aufsetzen kann. Lass uns doch mal an einer teilnehmen. Okay, auf geht's. Du hattest mich heute Nachmittag um 5 zu einem Termin eingeladen und den nehmen wir jetzt einfach mal her. Ich kann hier draufklicken und auf Teilnehmen dann tatsächlich auch teilnehmen. Bevor ich jedoch diese Besprechung tatsächlich betrete, ist es so, dass ich eben unterschiedlichste Einstellungen vornehmen kann. Ich kann mein Video anschalten und dann zum Beispiel auch noch diesen Hintergrund so verschwimmen lassen, damit man einfach eben nicht erkennt, wo ich gerade unterwegs bin. Ich nutze dieses Video allerdings jetzt nicht, sondern lasse nur mein Mikrofon an und drücke dann auf Teilnehmen. Und dann bin ich entsprechend in dieser Besprechung beigetreten. Aktuell bin ich der einzige Teilnehmer. Ich bekomme noch einen Hinweis, dass mein Mikrofon bzw. mein Lautsprecher aktuell stumm geschalten ist. Also ich brauche mich nicht wundern, wenn ich noch nichts hören kann. Alles klar. Ich nehme auch an dieser Besprechung teil. Lass alle Einstellungen mal, wie sie sind. Super. Ich kann direkt sehen, dass du jetzt da bist. Ich kann hier dein Foto sehen, sehe auch deinen Namen und weiß, dass wir jetzt diese Besprechung auch teilnehmen. Ja, kannst du mir noch winken. Ja, ich kann jederzeit auch mein Video wieder ausschalten, was ich auch sehr praktisch finde. Ich nutze das nämlich meistens, wenn ich mich vorstelle, dass ich das Video kurz anmache und dann aber auch wieder aus. Ich kann mich hier auch selber stumm schalten. Und was ich auch immer ganz nett finde, ist, wenn du mir zu viel quasselst, kann ich hier über die drei Pünktchen dich ebenfalls stumm schalten. Super Idee.